Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Skipark Tycoon. Wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich blauen Himmel, strahlender Sonnenschein. Und wenn ich aufs Thermometer gucke, sehe ich 17 Grad. Also eigentlich zu warm, um Ski zu fahren. Und naja, Schnee liegt inzwischen auch keiner mehr. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht hier einen Skipark betreiben können. Irgendwo anders kann man sicherlich noch Ski fahren, um diese Jahreszeit auch. Und deshalb einfach mal die Zeit laufen lassen, mal gucken, was wir an Aufträgen kriegen. Tja, Skisaison eigentlich schon vorbei, aber ich hatte mal wieder Lust aufs Spiel und lange genug war es ja nun auch so, dass wir kein Skipark-Tycoon hier auf dem Channel hatten. Das ändert sich jetzt. Wir sollen also einen Zeitrekord aufstellen mit einem Downhill-Race. Okay, und das auf dieser Piste hier. Naja, da wäre es ja erstmal schön, wenn die Piste ein bisschen Schnee hat. Ich würde sagen, darum kümmern wir uns zuallererst. Okay, wenn wir es im ersten Versuch schaffen, dann gibt es da sogar noch einen Bonus. Das ist doch eine Herausforderung. Oh, da war schon das Gebäude. So, jetzt werden hier erstmal ein paar Schneekanonen platziert, so dass wir dann auch gleich eine gute Piste vorfinden, wenn wir da runterfahren. Zumindest eine Piste, die überall Schnee hat. Zack, das ist doch schon mal eine gute Voraussetzung. Und wir müssen dringend Bäume platzieren. Das wird uns da unten schon rechts angezeigt. Also, wo können wir Bäume platzieren? Wo? Ja, hier im Tal, oder? So, keine weiteren Bäume benötigt. Ich glaube, jetzt habe ich auch richtig viel Geld für Bäume ausgegeben. Weil irgendwie hat er nicht nur einen, sondern gleich so einen Riesenkreis platziert. Wie auch immer man das machen konnte. Wahrscheinlich, weil ich vorher direkt die Schneekanone ausgewählt hatte. Gucken. So. Service Trees. Zack, ist nur der kleine. Service Snow Cannon. Zack, die große. Service Trees. Zack, die große. Ja, Tatsache. Wieso habe ich da jetzt eine Schneekanone platziert? Achso, die war noch ausge... Aha. Die wurde mir noch als Symbol angezeigt. Also anscheinend ein kleiner Bug oder so. Keine Ahnung. So, wir probieren mal unser Glück. Das Level nennt sich übrigens Ski Patrol. Allerdings hier jetzt was bauen, als dass ich die Pistenverhältnisse verbessere, kann ich leider noch nicht. Also muss es so klappen. Ja, das ist ja schon mal super, wenn man falsch rum anfängt. Das kann man eigentlich direkt abbrechen. Ich gucke direkt beim Start erstmal in die falsche Richtung. So. Wenn ich jetzt die Kamera so platziere, klappt das dann? Nein, aber schon fast in die richtige Richtung geguckt. Damit kann man arbeiten. Achso, im ersten Versuch kann ich das jetzt eigentlich schon nicht mehr schaffen, oder? Ich habe es ja abgebrochen, dadurch, dass ich die Piste verlassen habe. Oder zählt der Versuch nur, wenn ich zu Ende fahre, bis ins Ziel? Weil noch steht hier nicht, dass sie gescheitert ist, die Aufgabe. So. Oh, da ein kleiner Grafikfehler anscheinend. Achso, das war schon... Ah, okay. Okay, ah, der hat die Zeit gestartet, als ich beim ersten Mal losgefahren bin. Und da habe ich es dann nicht innerhalb dieser 1 Minute 12 geschafft. Deshalb sagt er mir, nö, ist gescheitert. Alles klar, ich verstehe. So. Wie ich schon sagte, hätte mich auch gewundert. Schade eigentlich, weil die Zeit ist möglich. Wir haben nur dummerweise in die falsche Richtung geguckt und ich wollte das schnell resetten, statt einfach weiterzufahren. Ah, das war jetzt nicht so doof. So, Schneequalität mindestens 49%. Haben wir direkt erreicht. Das ist gut. Und wir sollen die Sheep Patrol bauen. Haben wir sie jetzt endlich freigeschaltet? Wir haben die Sheep Patrol freigeschaltet, jawohl. Dann kommt doch da direkt mal eine hin. Zack. Jetzt sollen wir unser Rating aufbessern. Mhm. Okay. 100 Rating Points, aktuell 66. Ja gut, dann gucken wir doch mal, wo wir da noch was rausholen können. Bad Reputation, Castle's Tees. Das sind hier
Verletzte, beziehungsweise in diesem Fall Tote. Das ist natürlich nicht so schön. Da sollte jetzt aber die Ski Patrol Abhilfe schaffen. Oh, wir bauen direkt einfach noch eine. Ich klicke immer hier rauf, wenn ich ins Baumenü möchte. Ich weiß nicht warum. Ist voll bescheuert. Klappt nämlich nicht. Da kommt immer das Hauptmenü. Zack. Ach ja. So, wir könnten natürlich auch unsere Pisten nochmal verbessern und hier nochmal eine neue Piste anlegen. Wieso snappt der jetzt wieder nicht? Cursor snappt da. Zack, so, das macht es nämlich einfacher, den zu treffen. Und dann bauen wir hier nochmal, ich hoffe, das wird eine schwarze Piste. Sollte es eigentlich, so wie das hier runter geht. So. Jawohl. Oh, ist auch noch eine rote, alles klar. Und dann vielleicht das hier eine schwarze. Mal schauen. Na? Ja. Ja. Ja, das ist jetzt eine schwarze und die kriegt hier unten natürlich auch noch eine Schneekanone mehr. So. Okay. Wie sieht das denn aus? Wirkt sich das denn auf unsere Pisten aus? Unsere Schneequalitäten. Unsere Casualties, die sollten langsam hoffentlich mal runtergehen. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Mal schauen. Sonst kriege ich da garantiert wieder einen für auf die Ohren von unserem kleinen Englischprofessor, der mich da immer korrigiert. Ist ein Kumpel von mir, also nicht wundern, wenn ihr die Meldung, die Nachrichten von ihm noch nie gelesen habt. Die sagt er mir immer privat. Eigentlich geht das hier ganz schön bergauf, ne? Wir können ja nochmal von hier aus auf dieser Seite einfach weiterbauen. So. Ist auch schwarz und da muss man nicht ganz so viel bergauf fahren. Und dann gibt es hier noch eine Schneekanone mehr in der Ecke. So. Jawohl. Und, wenn wir hier jetzt neue Pisten haben, sollten wir da vielleicht auch noch, nee, nicht Bäume. Bäume direkt an den Pisten, vielleicht keine so gute Idee hier. Ski Patrol. Einmal da und einmal hier noch irgendwo. So. Jetzt sollte sich jedoch keiner mehr verletzen können bei uns. Ah! Okay. Okay, wir haben nur zwei Skifahrer im Gebiet. Ups. Das ist nicht so gut. Ja, hier, die Werte gehen, glaube ich, langsam runter, wenn mich nicht alles täuscht. Bad Reputation geht zumindest runter. Ja, der auch, gerade ein Stück runtergegangen. Total Rating zwischen bei 73. Und hier, das geht immer weiter runter. So, was haben wir denn noch? Ah, ja, wir hätten hier neben Missionen, die uns auch unser Rating aufbessern würden. Wir hätten eine längere Piste bauen sollen als das, was wir schon haben. Stattdessen habe ich eine gebaut, die kürzer ist. Naja gut, dann versuchen wir mal, ob wir hier hinten noch eine weitere Piste unterkriegen. Ah. So, na. Ach komm. Also das ist manchmal echt ein bisschen nervig hier, dieses Bausystem, ja. Das ist, das klappt dann doch nicht so ganz, wie man möchte. Wie teuer ist der eigentlich? 60, na gut. Ganz schön teuer. Aber ich lasse da einfach mal die Voreinstellung drin. So, hier wäre die Section too long, ja. Das Stück wäre zu lang. Ja, so ist gerade so okay, aber hier macht er, naja gut, ist okay, dieses lange Stück. In meinen Augen ist das länger, aber na gut.
Ich krieg hier aber ums Verrecken nicht die Piste rumgelegt. Also, Abbruch. Tja. Versuchen wir es in diese Richtung. Ich hoffe, dass das immer schön nur bergab geht jetzt. Aber die werden nicht länger sein als die, die wir schon haben da drüben. Da bin ich mir sicher. Kann man sich nicht hier die... Gucken wir uns das mal an. Na gut, wir haben auf jeden Fall schon mal das Rating von 100 erreicht. Okay. Mal schauen, wenn wir... Achso, wir haben damit die Kampagne sogar schon geschafft hier. Also auch ohne die Nebenmissionen zu erfüllen. Ja gut, dann würde ich sagen, war das wohl eine kleine, kurze, schnelle Mission nur. Dann schauen wir doch mal, ob wir noch was anderes machen können. Snowcat, Snowbar. Machen wir doch mal Snowcat. Ja, meinetwegen auch speichern vorher. Gucken wir mal, was das ist. Schauen wir mal, ob wir hier auch wieder ein Gebäude freigeschaltet bekommen. Gerade ja die Snow Patrol bekommen. Und jetzt sieht man schon, da sind Pisten, die beschneit sind. Hier sind Pisten, die absolut keinen Schnee haben. Laufen die Lifte hier trotzdem, ist die große Frage. Open. Ja, der sieht, der läuft, das sieht man, der läuft auch. Der kleine Übungslift hier scheint auch zu laufen. Also müssen wir hier auf jeden Fall mal, ja, Kunstschnee erzeugen ist auch unsere Aufgabe. Mindestens 49% Schneequalität erreichen. Gut, hier ist die Schneequalität natürlich bei 0. Also, Schneekanonen. Künstlich erzeugten Schnee. Kein Kunstschnee. Möchte ich nochmal anmerken. Da gibt es einen Unterschied. Ich würde die gerne hier irgendwo unterbringen. Da. Zack. Ah, jetzt hatte ich Shift nicht gedrückt. Nee, nicht künstlich erzeugter, technisch erzeugter Schnee. So nennt man es, genau. Kommt da eine hin und da. Weil kein Kunstschnee, weil es ist halt kein Kunstschnee, sondern es ist halt wirklich nur Wasser, was in die Luft gepustet wird und dort gefriert. Und da sind keine Chemikalien oder so drin. Deshalb hören die Betreiber von Skigebieten wohl das Wort Kunstschnee in dem Zusammenhang nicht so gerne. So, da haben wir schon mal die 49% Schneequalität. Da unten fehlte sogar noch eine Ecke, die jetzt aber auch mit Schnee versorgt. Und dann schauen wir mal, was die nächste Aufgabe ist. Ich finde das schön, dass ich hier so nach und nach immer mehr Gebäude freigeschaltet kriege. Hier fehlt eindeutig ein Parkplatz, ne? Können wir einen bauen? Sieht nicht so aus. Oh, Snowcat Garage. Die ist neu und die wollte ich auch endlich mal freigeschaltet haben. Denn, ja, jetzt können wir endlich dafür sorgen, dass unser Schnee immer eine gute Qualität aufweist. Ich platziere erstmal so ein paar und dann gucken wir mal, welchen Bereich die abdecken und wo wir vielleicht noch ein paar mehr brauchen. Weil die haben ja auch nur so einen, ja, gewissen runden Bereich, sozusagen, in dem sie fahren. Leider wird einem der aber nicht angezeigt. Da ist ein Parkplatz. Ah ja, siehst du wohl. Da kriege ich keine mehr da unter. Tja. Ja, wir gucken erstmal, wo die hinfahren. Da wird der Schnee auf jeden Fall schon besser. Aber die haben eine ganz schöne Ecke, in der sie fahren. Der von hier unten fährt sogar bis da hoch. Ja, das ist gut. Okay. So, wir sollen auf jeden Fall 20 Skifahrer in das Gebiet locken. Aktuell haben wir keinen einzigen. Das ist nicht so viel. Schauen wir doch mal, wie es um unsere Bewertung steht. Ja, ein paar Bäume könnten wir nochmal pflanzen. Damit wir da die ersten Minuspunkte schon mal wieder loswerden.
Trees. So. Ich fülle einfach hier hinten mal wieder das Gebiet ein bisschen weiter aus. Ich vermute, dass wir da nicht unbedingt hinbauen werden. So, sollte erstmal reichen. Jawohl. Damit unsere Bewertung schon mal besser geworden. Unsere Pistenbewertung sollte auch besser werden, wenn wir die Schneequalität erhöhen. Hoffe ich mal. Obwohl das ist Snow Quality eher. Ah, dann schauen wir mal, ob wir nicht ein paar... Mist, was wollte ich jetzt machen? Kurzzeitgedächtnis. Lifte, genau. Ob wir die Lifte nicht ein bisschen besser dastehen lassen können. Mal gucken. Achso, Snap ist irgendwie wieder aus. Okay, zack. Offen sind sie zumindest. Hm. 10. Alle für den Typ. Wie teuer bist du? Auch 10. Alle für den Typ. Die hier dann 15. Die sind ja ein bisschen besser. Ja. Okay, das scheint hier noch nicht zu reichen, um die Pisten auf eine richtig gute Schneequalität zu bringen. Aber es wird zumindest schon mal besser. Genauso hier, da oben. Oh, der ist gar nicht so schlecht platziert da, glaube ich. Na, mal schauen, wie weit die fahren. Also der hier scheint nicht mehr weiter hochzufahren. Das sieht man ja schon. Also... brauchen wir hier wahrscheinlich sowieso noch einen. Ist die Frage, wie weit der andere runterfährt. Ganz schön weit. Weil ich würde ganz gerne hier diese Ecke, die der da nicht bearbeitet hat, dass der die mitkriegt, wenn ich hier noch einen baue. Aber der andere fährt so weit runter. Das sollte daher klappen. Zack. So, und dann mal schauen, wie machen wir das hier jetzt? Vielleicht dorthin? Zack, mal schauen. So, der sollte hier das Pistenende fertig bekommen. Hier vielleicht zwischen die Lifte, passt das? Hier hin. Der sollte hier auch den Rest fertig kriegen. Und hier unten brauchen wir auf jeden Fall dann auch noch was. Mal gucken, wo können wir das hinstellen. Ist lustig, wie manchmal der total schnell scrollt, manchmal total langsam. Keine Ahnung, wovon das abhängig ist. Hm. Hier, da passt das doch hin. Und zack, das war der erste Tag. Mal schauen, wie das am nächsten Tag aussieht. Die Schneequalität überall wieder im Keller. Das ist so ein bisschen... Oh, Sheep Patrol haben wir, glaube ich, auch noch nirgends, ne? Jetzt haben wir da schon mal eine. Das ist so ein bisschen doof eigentlich, weil das in Wirklichkeit ja ein bisschen anders ist. Da fahren die Pistenraupen ja eher nach Betriebsschluss los und sorgen dann dafür, dass morgens die Pisten gut aussehen. Oder vielleicht auch nachts oder, ja, wenn es geschneit hat, am nächsten Morgen ganz früh. Auf jeden Fall werden da die Pisten abends und nachts und morgens präpariert und nicht so wie hier den ganzen Tag über. Und morgens sind sie dann wieder im allerwertesten. Aber ist trotzdem niemand gekommen in unser Skigebiet, ne? Tja. Parking is closed. Och, Leute. Warum? No. Das war jetzt ja richtig doof. Warum ist das denn geschlossen, bitte? Wer macht denn so einen Blödsinn? Vor allem, warum habe ich da nicht nachgeguckt? Kein Wunder, dass keine Gäste kommen, ne? So, schauen wir mal hier. Wir haben noch einen weiteren Parking, der geschlossen... Nee. Wieso habe ich jetzt einen Kiosk? Ich will hier das Parking. Auf jeden Fall haben wir noch was Geschlossenes. Alles andere ist offen, nur unser zweiter Parkplatz hier ist geschlossen. Wenn ich darauf klicke, lande ich aber hier beim Kiosk. Warum auch immer.
So. Jetzt haben wir die Snowcat-Garage gekriegt, weil wir 20 Skifahrer haben. Die haben wir doch eben schon gebaut. Moment. Ich zeige euch das mal hier. Service. Snowcat, da. Das sind die, die wir eben schon gebaut haben. Ja. Jetzt unsere Aufgabe, davon eine zu bauen. Ist ja nicht so, dass wir schon ein paar hätten, ne? Nein. So, das sieht gar nicht so schlecht aus hier mit den Pisten. Hier auch. Ah, komm, dann gönnen wir uns hier noch eine hin. Ach, nicht genug Geld. Ja. Da war was. Ich bin immer noch auf der Suche nach dem zweiten Parkplatz. Eine Rescue Station haben wir hier sogar. Da ist der Parkplatz. Öffnen. Ach, ne Jemine. Gut, wir sind inzwischen richtig dick in den Miesen. Ich guck mal, ob wir uns vielleicht einen Kredit nehmen können. Nö, können wir nicht. Schade. Aber die Schneequalität, die sieht doch einigermaßen gut aus. Wir brauchen hier gar keine Schneekatze mehr eigentlich. Hier unten die Ecke. Da die Ecke. Da noch ein paar unten. Hier in der Mitte. So ein paar etwas größere, eigentlich eher gelbe Stellen, aber ach ja, gut. Prinzipiell sehen die Pisten so gut aus wie noch nie, glaube ich. So, wie sieht das denn jetzt aus? Kriegen wir jetzt langsam ein bisschen Geld rein? Nicht wirklich. Wir müssen unsere Lifte teurer machen. Nützt nichts. Dann gehen die hier jetzt hoch auf 15. Zack. Die hier auf... Moment. Es gab ja doch das schöne Spending Limit 34. Jawohl. Dann können die hier auch auf 20. Alle. Und hier die Sessellifte. Wieso ist das Snapping schon wieder aus? Zack. So. Die gehen dann nämlich sogar auf 25. Ja, ja, ja. 25 alle. So, nächster Tag. Nächste schlechte Pistenverhältnisse. Aber jetzt immerhin die Kassen direkt zu Beginn offen. Oder die Parkplätze besser gesagt. Und da sieht man auch, kommen eine ganze Menge. Super. Und unser Geld steigt gerade. Eben noch minus 3000. Ich habe kurz minus 1500 gesehen, jetzt minus 2000. Ja, hier die beiden Sessellifte, die haben das gut abgearbeitet. Ach, das hier ist ein kleinerer sogar. Kleinerer Sessellift als der hier. Dann können wir den hier auch noch teurer machen. 30. Zack. Hätten wir direkt morgens machen sollen, wenn die hier alle hochfahren. Na gut. Ah, jetzt kommt die vom anderen. Komm hier rüber. Immer schön mit dem Ski über die Straße. Das ist besonders gut für die Ski. Wobei ich das tatsächlich auch schon erlebt habe, dass wir, als wir in Österreich unterwegs waren, eine Abfahrt gemacht haben. Und am Ende der Abfahrt, um wieder zum Lift zu kommen, musste man noch so ein bisschen durch ein kleines Dorf mit durch. Und da war eine so eine Straße, wo dann wirklich... Naja, die war größtenteils geräumt, wirklich gut geräumt. Nur an einer Stelle war so ein ganz schmaler Bereich, wo dann Schnee wieder raufgeworfen wurde, nachdem es geräumt war. Und da konnte man dann mit den Ski rüber und musste man auch. War irgendwie eine komische Stelle. Standen aber auch ganz viele Schilder langsam fahren davor und mit Zäunen, dass man auch wirklich an dieser Stelle rüberfährt. Also diese typischen... Nicht Zäune, sondern diese, Netze sind es ja eigentlich eher. Da, wo man auch mal reinfliegen kann und sich dann nicht direkt alles bricht, sondern die dann ein bisschen auffangen, ein bisschen weich. So, wir haben wieder ein bisschen Geld. Wir können uns hier, weil da sieht man doch, brauchen die relativ lange, bis da die Schneequalität sich verbessert, direkt nochmal eine neue Snowcat-Garage hinstellen, uns die gönnen. Ist ja eh unser Objective. Das damit erfüllt.
Und jetzt ist die Schneequalität von mindestens 99% haben. Ja, da sind wir dicht dran, würde ich sagen. Nur noch 8% fehlen. Das heißt aber wahrscheinlich auch, dass wir mit der Ecke hier und vielleicht hier unten ein Problem haben werden. Also, was kostet die Welt? Kommt da noch einer hin? Und hier auch noch einer. 5% fehlen noch. Das sieht gut aus. 4. Wenn die das hier noch aufbereiten, dann sollte das doch klappen, oder? 3. Das sieht sehr gut aus. Jetzt darf nur nicht der Tag vorbei sein. Abbruch. So, 2%. Bitte, 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 bitte. So, jetzt baue ich da auch noch was hin. Da oben die Ecke ist jetzt gut. 1% fehlt noch. Reicht das hier? 1% fehlt noch. Nein, das reicht genau nicht. Okay. Wie viel Pech kann man da haben? Es fehlt genau 1%. Der macht jetzt hier wahrscheinlich so eine Mini-Ecke und das reicht. Komm. Immer noch 1% fehlt. Und. Zack, 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 zack. Komm, fahr da rüber. Jawohl, da ist es. 99% Schneequalität, das ist doch mal geil. Ja, und damit auch diese Mission dann geschafft. Ich würde sagen, das soll es erstmal wieder gewesen sein für die Folge. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann irgendwann mal wieder, wenn ich mal wieder das Gefühl habe, jetzt ist es Zeit für Skipark Tycoon. Bis dahin wünsche ich alles Gute. Tschüssi.